In Kakadütt am Ententeich, da gibt es eine Wiese und einen ziemlich pfiffigen Spatzen. Er lädt die Tiere der Welt zum Frühlingsfest ein. Wenn Tiere sich auf den Weg machen, gibt es eine Menge zu beobachten. Hört und schaut genau hin oder besser, probiert es gleich einmal selbst. Ich helfe euch dabei. Sich zu bewegen wie sie ist nicht ganz einfach, aber macht riesen Spaß. Der erste, der die Einladung erhält, ist der Flamingo. Sehr elegant, wie er stelzt, der Flamingo Ingo. Das können wir auch. Zunächst einmal heben wir die Fersen beide vom Boden ab und stehen nur auf unseren Ballen. Und nun geht's los. Das rechte Bein beginnt. Wir ziehen das Knie nach oben in Richtung Nase, soweit es geht, und stelzen den ersten Schritt. Schön aufrecht bleiben. Nicht die Nase zum Knie, sondern das Knie zur Nase. Jetzt das andere Bein. Stützt die Hände in die Taille, das gibt euch eine gute Balance. Achtung, und jetzt das Schwierigste. Auf einem Bein stehen, mit einem hochgezogenen, angewinkelten Bein und nicht die Ferse absetzen, schön auf dem Ballen. Prima!